Hi zusammen und willkommen zu einem neuen Fashion Haul. Bevor wir aber beginnen, möchte ich ein paar Disclaimer zum Thema Nachhaltigkeit loswerden. Denn leider ist das ja ein ziemliches Streitthema, weil es für jeden so ein bisschen was anderes bedeutet. Und bevor wir loslegen, wollte ich da nochmal drüber reden. Für mich persönlich bedeutet Nachhaltigkeit bzw. nachhaltig leben, das, was man schon hat, möglichst lange zu benutzen und, wenn man es nicht benutzen kann, benutzbar zu machen. Das funktioniert natürlich auch bei Kleidung, und zwar indem man einfach guckt, okay, welche Teile in meinem Kleiderschrank kann ich aus bestimmten Gründen nicht kombinieren und ziehe sie deswegen nicht an. Dann macht es für mich keinen Sinn, sie wegzugeben oder wegzuwerfen und stattdessen dann neue zu kaufen, sondern es macht mehr Sinn, die Teile, vor allem wenn man mehrere von derselben Art hat, tragbar zu machen, indem man sich noch etwas dazu kauft und das dann eben verwendet dafür. Genauso sehe ich es übrigens auch mit den Größen. Also nur weil man ein paar Kilo zugenommen hat und gerade nicht mehr in alles reinpasst, ist es, finde ich, nicht nachhaltig, dann alles wegzuwerfen und in der neuen Größe alles zu kaufen. Und wenn man wieder abgenommen hat, das wieder alles wegzuwerfen und sich wieder Neues zu kaufen in der alten Größe. Sondern dass man halt einfach in jeder Größe etwas da hat und je nachdem, wie viel Gewicht man gerade zugenommen oder abgenommen hat, kann man dann immer etwas anziehen und weiterverwenden. Genauso sehe ich es übrigens auch mit Saisonkleidung, denn nur weil die letzte Saison vielleicht ein bisschen eine andere Farbe hatte, heißt es ja nicht, dass die Farben der alten Saison nicht schön sind und deswegen einfach weiter benutzen und aufwerten oder neu kombinieren. Und zum Schluss noch eine Anmerkung zum Thema Herstellung. Klar, Fairtrade ist natürlich super, aber kann sich leider auch nicht jeder leisten. Und es gibt sehr günstige Sachen, die nicht so toll produziert sind. Aber wenn man das weiß und darauf achtet, dass man nur, wirklich nur das bisschen kauft, das man braucht zum Kombinieren oder was einem unglaublich gut gefällt, was man definitiv viel und häufig und lange tragen möchte, dann finde ich das auch okay. So, und warum spreche ich das alles an? Dieser Haul ist, ja, teilweise ein Umstandsmode-Haul, teilweise ein, ich mache meine Sachen, die ich schon habe, tragbarer. Und auch so ein bisschen ein Saison-Anpassungs-Haul, also alle Punkte, die ich gerade besprochen habe, kombiniert mit der Tatsache, dass sie von Woolworths sind und sehr, sehr günstig produziert wurden. Ja, aber ich habe sie nun mal da gefunden, ich konnte sie mir dort leisten, deswegen habe ich die jetzt. Und gerade bei der Umstandsmode, nenne ich es mal, finde ich das eigentlich auch okay, weil ich habe nicht vor, dass so oft zu tragen. Das heißt, es reicht, wenn es dann einfach funktioniert für den Zeitraum, den ich brauche. Und danach trage ich die Sachen, die ich schon habe und hochwertiger sind, dann auf. Habe aber für den Notfall noch etwas daheim. So, und worum genau geht's jetzt? Umstandsmode nicht immer, weil ich schwanger bin. Zum Glück nicht. Sondern weil ich ja sehr zugenommen habe. Man hat jetzt auch herausgefunden, dass das an meiner Schilddrüse liegt. Also ich habe eine bestätigte Schilddrüsenunterfunktion und habe enorm viel zugenommen, weil ich das nicht wusste und keine Medikamente genommen habe, obwohl ich hätte welche nehmen sollen. Jetzt nehme ich welche, das heißt mal gucken, ob sich das dann normalisiert in den nächsten Monaten. Aber im Moment bin ich halt so, sagen wir mal, aufgeschwemmt, dass ich meine ganze Unterwäsche nicht tragen konnte. Ich habe ja schon in dem H&M-Haul, den ihr vielleicht schon gesehen habt, gesagt, dass ich mir neue BHs ganz normale gekauft habe. Und auch Unterwäsche, in Form von Tangas halt in dem Fall, weil Sommer. Und ja, ich habe aber gemerkt, dass das zu wenig BHs waren. Deswegen habe ich mir bei Woolworth mal BHs gekauft, nachdem meine Mutter gemeint hat, hey, da gibt es sehr günstige BHs, probier sie doch mal an. Insgesamt habe ich 4 Stück, die zeige ich euch jetzt auch gleich. Tatsächlich kostet ein BH nur 2,99 €, also unglaublich wenig. Und ich habe quasi für einen BH-Preis von zum Beispiel H&M einfach mal 4 Stück bekommen, was mir halt sehr viel hilft, weil ich jetzt öfter abwechseln kann und nicht, wenn die ich gekauft habe, in der Wäsche sind, dass ich dann irgendwie auf zu enge Kleidung, die reibt und drückt und wehtut, zurückgreifen muss, sondern dass ich dann auch noch die hier benutzen kann. Wie gesagt, Umstandsmode, bis ich wieder dünner bin und in meine normalen BHs reinpasse. Ich gehe mal ein Stück zur Seite, dann könnt ihr es besser sehen und ich muss es mir nicht vors Gesicht halten. Angezogen werde ich sie aber nicht zeigen. Ihr wisst warum. Ja, der erste ist auf jeden Fall knallrosa, was wahrscheinlich in der Kamera nicht ganz so schön rüberkommt. Sieht ein bisschen mehr Koralle aus, aber er ist schon sehr knallig. Und er ist über und über mit Spitze und hat ein sehr weiches Band ohne Spitze. Allerdings habe ich festgestellt,
Es fühlt sich ein bisschen an wie Styropor. Da merkt man dann halt auch die billige Qualität. Und ich habe ihn in 80C gekauft, anstatt in 85C oder 80D, was ja eigentlich meine Größe wäre. Momentan leider 85C. Weil einfach die Bänder so elastisch sind, und da merkt man auch wieder den Qualitätsunterschied, weil normalerweise ist so ein Band ja relativ fest, sodass man sich auf die Zahl verlassen kann. Aber das hier, wie ihr vielleicht seht, ist super dehnbar. Und genauso die Träger, die sind auch nicht fest, die sind auch sehr, sehr, sehr dehnbar. Deswegen entspricht das quasi 85C, diese 80C. Die Körbchen sind irgendwie auch nicht Standard genormt, wie auch immer. Deswegen ist das eine Größenabweichung, aber wenn man sich mal durchprobiert hat, dann weiß man das. Ja, und er ist sehr hübsch. Und ich plane ihn einfach unter irgendwelche Bandshirts oder so zu tragen. Oder unter Pullis oder, keine Ahnung, daheim rum. Weil klar, die Spitze drückt ein bisschen durch bei unbedruckten T-Shirts und Tops und Kleidern. Aber bei bedruckten Sachen kann man das ja einfach drunter ziehen. Das ist ja kein Problem. Der zweite ist ein bisschen schlichter und zählt für mich auch als T-Shirt-BH. Und zwar ist es dieser helllilane, finde ich übrigens sehr schön. Der hat, wie gesagt, keine Rüschen, gar nichts, sodass man ihn auch gut unter einfach unbedruckte Sachen ziehen kann. Er hat hier unten so ein bisschen Spitze, hier ein bisschen Netz und Spitze und dann wieder das klassische durchgängige Band. Finde ich sehr hübsch. Lila ist ja, also helllila ist ja eins meiner Lieblingsfarben. Schade, dass es den nicht auch noch mit Rüschen gab. Ich finde den schön. Und dann habe ich noch zwei vom gleichen Modell in zwei verschiedenen Farben. Und zwar wäre das einmal dieser hier in hellblau. Der ist oben wie ein T-Shirt-BH, hat aber unten ein bisschen Spitze, sodass er ein bisschen schicker aussieht. Hat auch wieder in der Mitte ein Schleifchen und sonst ist er schlicht. An den Bändern hat er gar nichts. Ja, sie sind übrigens auch nicht wirklich, also sie sind gefüttert, aber kein Push-Up. Was ich sehr angenehm finde, weil da ist es im Sommer nicht so warm. Ich brauche hauptsächlich etwas, das einfach die Form behält und Nippelblitzer vermeidet. Genau, weil das mag ich nicht. Und genau den gleichen habe ich dann nochmal in Marine gekauft, also dunkelblau. Ich hätte ihn auch gerne in schwarz, aber leider gab es keine schwarzen BHs oder keine nudefarbenen BHs, was ich eigentlich wollte, in meiner Größe. Deswegen musste ich auf diese farbigen zurückgreifen. Die haben übrigens nur zwei Haken und keine drei. Das ist vielleicht auch noch ganz wichtig. Ja, aber ich bin ganz glücklich, dass ich die jetzt habe. Der zweite Punkt auf der Liste, um meinen Kleiderschrank ein bisschen aufzuwerten, waren Frauenboxershorts oder auch Hipster, aber die breit genug sind, dass sie wirklich von Hüftknochen bis unter den Hintern reichen. Und eben keine Männerboxershorts mit gewisser Beule, die einfach leer rumschlackert. Ich wurde einfach nicht fündig. Ich habe so oft gesucht und ich finde auch vor allem keine aus Baumwolle. Aber selbst aus Polyester habe ich keine gefunden, zumindest nicht aus normalen Quellen. Oder sie waren unsagbar teuer. Wozu wollte ich die? Und zwar im Herbst, Winter trage ich auch sehr, sehr gerne Leggings. Eigentlich, ich trage ja fast nur Leggings, außer im Sommer. Und mein Problem ist, dass man die ja nur mit Tanga tragen kann. Wenn man auf dem Pobacken nicht gerade diesen wunderschönen Streifen von normalen Slips haben möchte, was sehr nervig ist und nicht schön aussieht, aber man möchte nicht immer einen Tanga anziehen, weil der schon ein bisschen nervig ist. Und gerade im Winter wird es auch ein bisschen sehr kalt. Und es ist auch nicht gerade gesund, dann so wenig Stoff, um die wichtigsten Regionen zu haben. Und man bräuchte etwas Wärmeres. So, wenn es aber nicht durchdrücken sollte am Hintern, muss es ja logischerweise über den Hintern gehen. Also sprich bis kurz unter den Po, sodass man die Kante unter der Leggings dann nicht sieht, weil sie eben genau in der Po-Falte verborgen ist. Ich habe es endlich bei Woolworth welche gefunden, beziehungsweise eigentlich auch meine Mama, ich bin nie bei Woolworth. Und ich war sehr, sehr glücklich darüber. Ich habe die jetzt in L gekauft und die kosten pro Stück auch 2,99 Euro. Wobei ich sagen muss, dass L hier als 44,46 deklariert wird, was definitiv nicht stimmt. Also ich habe Hosengröße 40,42, also maximal eine 42 momentan. Das heißt, die 44,46 von Woolworth fällt aus wie eine 40,42, wollte ich nochmal gesagt haben. Und ich habe hier einmal eine helle, also so eine graue, weil meine Mutter eben nur die gefunden hatte in L zu dem Zeitpunkt und besser als gar keine. Und wie ihr seht, die ist hier nicht irgendwie hochgeschnitten und auf der anderen Seite auch nicht.
sondern die reicht wirklich bis über den Hintern, was ich sehr, sehr, sehr gut finde. Aber ich wollte nochmal nach Schwarzen gucken und ich habe dann auch welche gefunden. Und zwar habe ich zwei Stück, auch in L. Sehen exakt gleich aus, sind übrigens bei der Athletic-Reihe zu finden. Also sprich, es sind eigentlich Sportshorts, die halt schnell trocken sind, aber leider auch kein Baumwolle. Theoretisch müsste man also einen Tanga drunter ziehen oder man trägt sie einfach nicht jeden Tag. Jedenfalls bin ich sehr glücklich, dass ich die jetzt habe. Theoretisch könnte ich die ja auch im Sommer unter einen Rock anziehen oder unter ein Kleid, falls es windig ist. Ja, mal gucken, wie ich das Ganze kombiniere. Auf jeden Fall habe ich jetzt endlich, was ich so lange gesucht habe. Und schlussendlich kommen wir noch zum Sommer. Und zwar habe ich nämlich im Sommer das Problem, dass ich am liebsten Kleider und Röcke anziehen würde, weil Hosen einfach zu eng und zu warm sind. Aber, also ich habe auch sehr viele Kleider, muss ich dazu sagen, aber ich habe einfach nichts für drunter, das lang genug ist, um dicke Schenkel am Aufreiben zu verhindern. Ich hatte erst letztens wieder das Problem, ich bin nur kurz zum Arzt, eben wegen meinen Tabletten. Und ich hatte einen Rock an und hatte solche Schmerzen danach, weil einfach von der kurzen Strecke alles aufgerieben war. Es nervt mich unglaublich. Ich kann alle verstehen, die so weit abnehmen möchten, dass man keine Schmerzen mehr hat, was ja eigentlich auch nicht verkehrt ist. Und ich habe jetzt für den Übergang, also größtenteils und halt auch zum so drunter ziehen, Radler gekauft. Und zwar habe ich jetzt drei Stück. Ich nehme jetzt erstmal die farbige. Und zwar hat die einfach weiße Blümchen auf schwarzem Grund. Und die ist genau so lang, dass es hier nicht mehr aufreibt. Und das tut so gut. Und ich bin auch geschützt gegen Windstöße aller Art. Sehr praktisch. Theoretisch könnte ich die auch einfach als Sommerleggings anziehen. Also die halt nicht so warm ist wie eine normale Leggings, aber halt kombiniert zu ganz normalen T-Shirts, Spandshirts etc. Also von daher multifunktional. Und ich habe dann auch noch zwei in Schwarz. Die sind übrigens auch in L. Sind die auch als 44 deklariert? Das steht jetzt gar nicht dran. Auf jeden Fall zwei Stück in L. Hier ist die zweite. Und ich bin super, super, super happy, dass ich die jetzt habe und anziehen kann, weil jetzt kann ich endlich meine Kleider anziehen. Und das war es auch schon mit diesem Haul. Wie gesagt, es dient einfach nur der Information, dass ihr, falls ihr diese Teile auch gebrauchen könnt für euren Kleiderschrank, um den so ein bisschen aufzuwerten und anzupassen, dass ihr die momentan bei Woolworth finden könnt, wenn ihr denn, wie gesagt, diese Herstellung nicht ganz verteufelt. Wie gesagt, wenn man die Sachen wirklich braucht, in der passenden Größe kauft und auch wirklich benutzt, dann finde ich, ist das auch nachhaltig. Ja, allerdings denke ich, dass die Sachen sehr schnell wieder aus dem Sortiment sein werden. Es ist noch aktuell. Deswegen, wenn ihr dieses Video schaut, es gebrauchen könnt, schaut einfach mal vorbei. Ich bin übrigens nicht gesponsert. Ich möchte euch einfach nur die Info weitergeben. Ich bin jetzt happy. Ich habe endlich, was ich suche. Und vielleicht kann ich euch ein bisschen damit helfen. Ich wünsche euch auf jeden Fall jetzt viel Spaß beim Kleiderschrank aufpimpen und schreibt mir gerne Kommentare, wie ihr die Sachen findet und wie ihr meine Ansätze so findet. Das war's auch schon von heute und ja, dann wünsche ich euch einen wunderschönen Sommertag und tragt eure Kleider fleißig. Tschüss!